Herzlich willkommen zu Kamera an. Hallo. Dieses Mal wollen wir uns mit Virusvarianten oder Mutanten beschäftigen. Die britische Variante ist sehr im Gespräch, B117. Von einer südafrikanischen Variante hört man sehr viel, insbesondere mit Blick auf Österreich. Mittlerweile ist auch von einer kalifornischen Variante die Rede. Sie müssen ja nun in Ihrem Labor auch ziemlich viel sequenzieren, um die Varianten auch erkennen zu können. Was sind da bisher Ihre Erkenntnisse? Also wir haben im Grunde zwei Aspekte, ja, warum wir diese Sequenzierung durchführen. Das eine ist zu beobachten, wie die so von Ihnen gerade genannten Varianten sich jetzt bei uns verteilen. Und da sehen wir in der Tat, dass gerade diese UK-Variante, diese B117, die nimmt zu. Also wir haben jetzt hier in Düsseldorf ungefähr ein Drittel der Fälle, wo wir diese Variante finden. Das zeigt, dass die eigentlich auch eben deutlich ansteckender ist als das, was wir bisher als Virus hatten. Und das Zweite ist, wir vergleichen natürlich jetzt nicht auch so Virussequenzen mit dem Blick darauf, ob wir Infektionsketten nachverfolgen können. Das ist etwas, was wir als, vor allen Dingen aus wissenschaftlicher Sicht machen. Wie außergewöhnlich ist es denn, dass jetzt nach einem Jahr Pandemie verschiedene Varianten dieses Coronavirus auftauchen? Also, dass es erstmal viele verschiedene Varianten gibt, das ist überhaupt gar nicht besonders oder auch nicht überraschend. Das gehört natürlich zu so einer Verbreitung eines solchen Virus, was sich ja permanent verändert, mit dazu. Ich denke, was schon ein bisschen ungewöhnlich ist oder vielleicht jetzt nicht so von allen erwartet wurde, dass es doch einzelne Varianten gibt, die mit erheblichen Veränderungen der biologischen Aktivität einhergehen. Also zum Beispiel diese scheinbar ja doch eben deutlich bessere Übertragung dieser britischen Variante. Und das ist natürlich etwas, was beunruhigend ist, was zeigt, dass wir auch eben mit diesem ganzen Infektionsgeschehen auch noch nicht am Ende sind. Und diese andere Frage, die ja jetzt auch immer im Raum steht, ob es auch Varianten gibt, gegen die unsere Immunantwort nicht mehr ganz so gut funktioniert. Auch das ist natürlich etwas, was man mit einer gewissen Sorge und einer großen Aufmerksamkeit jetzt beobachten muss. Sind wir denn mit Blick auf die Varianten auch wirklich gut informiert? Oder denken Sie, da wären noch weitere Maßnahmen notwendig, um da wirklich auch gute Erkenntnisse zu haben? Also ich glaube, die Diskussionen in den letzten zwei Monaten haben gezeigt, dass das etwas ist, worauf man jetzt einen besonderen Wert legen muss. Und ich denke, mit den Dingen, die jetzt auf den Weg gebracht wurden, jetzt ist ja ein extra Programm auch vom Bund aufgelegt worden, um eben eine wirklich sehr systematische Untersuchung der Verteilung von solchen Varianten zu machen. Und damit sind wir jetzt, glaube ich, auch in Deutschland recht gut aufgestellt. Da kann man immer sagen, viel hilft viel und das ist dann vielleicht auch so, dass wir da noch mehr tun könnten. Aber ich glaube, um einen guten Überblick zu bekommen, wie die Situation in Deutschland ist, haben wir jetzt eigentlich mittlerweile sehr, sehr gute Daten. Vielleicht bezogen auf Ihr Labor, wie viel sequenzieren Sie denn jetzt mehr im Vergleich zu vor einem halben Jahr? Also das hat sich in der Tat in den letzten Wochen deutlich erhöht. Wir sind jetzt so in der Größenordnung von 200 bis 300 Sequenzen, die wir pro Woche machen. Das war vor zwei Monaten vielleicht 20 bis 30. Also das hat sich jetzt ungefähr verzehnfacht. Von daher hat sich in der Tat unsere tägliche Arbeit auch nochmal etwas verändert, wobei man sagen muss, dass wir eigentlich auch sehr gute Prozesse haben und eine sehr gute Zusammenarbeit auch mit der Mikrobiologie und der Bioinformatik, die dort verortet ist. Und das ist für uns dann eigentlich auch ein sehr spannendes Thema und macht auch viel Spaß. Wenn sich jetzt immer mehr Menschen impfen lassen und sich das Virus trotzdem weiter verbreitet und eben auf diese geimpfte Masse an Menschen stößt, ist zu befürchten, dass es da auch irgendwann eine Anpassung gibt und das Virus sich auf diese geimpften Wirte letztlich einstellt? Ja, also ich glaube, das ist eine Sorge, die ist berechtigt. Also es ist wahrscheinlich auch jetzt kein Zufall, dass diese ersten Varianten aufgetaucht sind in Südafrika und Brasilien, die offensichtlich eben von der Immunität nicht mehr so gut erfasst werden.
weil dort schon sehr viele eine ausgeheilte Infektion haben. Das heißt, dort ist die Verbreitung von Immunität schon relativ gut. Gleichzeitig aber, und das ist das Unglückliche, gibt es ein sehr hohes Infektionsgeschehen. Und das sind genau die Rahmenbedingungen, wo solche Prozesse in Gang kommen, dass eben Varianten selektiert werden. Und wir sehen auch hier unter Behandlung mit Antikörpern, das ist ja auch eine Therapieoption, dass durchaus auch solche, wir sagen dann Immun-Escape oder Fluchtmutationen, die werden dann durchaus selektiert. Also ich glaube, das muss man jetzt in der Tat sehr gut im Auge behalten. Gut, dann hoffen wir, dass die Verantwortlichen, die politisch Verantwortlichen das auch im Auge haben. Professor Timm, ich danke Ihnen für das Gespräch und schönen Tag noch Ihnen. Ja, gerne und danke auch. Schönen Tag.